Es ist ein klares Zeichen von Wahnsinn, wenn Menschen immer dasselbe tun und in der Hoffnung leben, dass irgendetwas Besseres dabei herumkommt. Ich möchte mit dir heute über das Thema Das Umsetzungsmonster in dir sprechen und wie du es wirklich aufwecken kannst. Für meinen Teil denke ich, dass das Umsetzungsmonster in jedem von uns herrscht. Ich. Taufe ist ungemein gerne Umsetzungsmonster. Im Grunde genommen heißt das ja eigentlich nichts anderes wie wir kommen gerne ins Handeln. Und wenn wir ins Handeln kommen, machen wir mehr, als wir uns vorgenommen haben. Das ist meine einfache und klare Definition von ein Umsetzungsmonster zu sein. Ich denke auch, die allermeisten Menschen möchten Veränderungen in ihrem Leben haben. Verbesserungen in ihrem Leben haben. Und die allermeisten. Scheitern an irgendeinem Punkt zu beginnen. Tag 1 funktioniert relativ gut, Tag 2, hm? Tag 3, ja. irgendwann ist es gelaufen. Manche versagen sogar schon direkt am Start. Und der Kerngedanke, in die Umsetzung zu kommen oder Veränderungen in deinem Leben herbeiführen zu wollen, der ist bei den meisten nicht ausgeprägt. Und mit nicht ausgeprägt meine ich damit, sie sind nicht gut durchdacht. Die meisten von uns möchten ihr Handeln verändern. Das ist aber nicht der Knackpunkt. Das Handeln ist nur das Symptom deiner Gefühle. Deine Gefühle sind nur die Folge deiner Gedanken. Wo fängst du also an, wenn du dabei sein möchtest, das Umsetzungsmonster in dir aufzuwecken? Du fängst nicht im Handeln an, sondern im Gedanken. Die Macht der Gedanken. Oder besser gesagt, die Macht deiner Gedanken. Schauen wir uns doch einmal an, wie das genau funktioniert. Zunächst einmal entstehen die Gedanken in deinem Kopf. Deine Gedanken lösen Gefühle aus. Und es ist abhängig von deinen Gefühlen, ob du ins Handeln kommst oder ob du nicht ins Handeln kommst. Die Summe deiner Handlungen ist bilden deine ergebnisse und die summe deiner ergebnisse bilden dein leben bzw. deinen lebenslauf welchen verlauf dein leben nimmt die macht der gedanken oder besser die macht deiner gedanken wenn du also dein handeln verbessern möchtest oder verändern möchtest musst du zuerst herr deiner gedanken sein und Herr deiner Gedanken zu sein bedeutet, du musst Herr deiner Gefühle sein. Das heißt, du musst ein Verständnis dafür aufbauen, was es bedeutet, etwas aus deinem Intellekt heraus zu verstehen und etwas aus deiner Emotion heraus zu verstehen. Das sind nämlich zwei komplett unterschiedliche Punkte. Ein Beispiel wäre, du möchtest abnehmen. Oder du möchtest besser lernen, damit du eine bessere Note im Examen bekommst. Was auch immer. Und du nimmst es dir auch vor. Du weißt, was zu tun ist. Da kann mir kein Mensch erzählen, dass niemand weiß, was jetzt zu tun ist. Der Intellekt sagt beim Abnehmen, ich muss mich mehr bewegen und ich muss weniger essen oder gesünder essen. Soweit klar. Beim Lernen ist es genauso einfach. Ich muss meinen Fokus auf das setzen, was wichtig ist, damit ich das verinnerlichen kann, was ich brauche. So, wir haben einen langen Tag. Komm nach Hause. Und wenn ich mir vorgenommen habe, abzunehmen, dann setze ich mich jetzt hin, lege meine Füße hoch, komme an am Tag, gehe kurz in mich, entspanne mich. Und dann fällt mir ein, wie... Viel Freude es mir jetzt machen würde, wenn ich ein Bier trinken würde, vielleicht ein Wein aufmachen könnte, vielleicht etwas Leckeres zu essen könnte, Chips, Fast Food, irgendwas Deftiges. Das schreit dich dann an. Iss mich, trink mich. Der Intellekt sagt, nee, nicht machen. Was sagen deine Emotionen? Eine klare andere Sprache, oder? Jetzt hast du verstanden, was es bedeutet, den Unterschied zu kennen zwischen. Dem emotionalen Verstehen und dem Intellekt. Weil wir verstehen oftmals, eigentlich immer, wir verstehen eigentlich, was zu tun ist, aber wir tun es nicht, weil uns die Gefühle im Weg stehen, die Emotionen, die Lust, die Lüste, die Launen. Und warum stehen sie uns im Weg? Weil wir sie nicht kontrollieren. Das ist der große Punkt. Wenn ich lernen will für etwas oder wenn ich mich verändern möchte für etwas, dann muss mein Warum stark genug sein. Das hört man bestimmt jedes zweite Mal. Aber es kommt nie bei uns an. Warum ist das also so? Warum kommt dieses unser Warum suchen nicht wirklich bei uns an? Weil wir nicht damit gedanklich und emotional damit eine Verbindung schaffen können. Das ist der große Punkt. Also. Du musst zuerst bei dir beginnen mit dem, was du denkst. Ein Beispiel. Positive Gedanken gleich positive Gefühle. Macht ja soweit Sinn. Negative Gedanken gleich negative Gefühle. Es ist für dich wohl offensichtlich klar, dass positive Gefühle dich eher zur Handlung bewegen, anstatt negative Gefühle. Das heißt, die Gefühle kannst du lenken, indem du deine Gedanken kontrollierst. Frame dich selbst. Setze dich lieber positiven Gedanken aus, positiven Gesprächen, positiven Umfeldern weg von der Unterhaltungselektronik, weg von, der, von den Unterhaltungsmedien und mehr vielleicht zur Inspiration. Weil Inspiration ist genau das Maß an Energie, das du benötigst, um in die Umsetzung zu kommen. Wenn du inspiriert oder motiviert bist, dann fällt dir die Tat doch so unglaublich einfach, weil du Lust und Freude hast an der Tat. Das wäre nämlich auch der zweite Punkt. Es zielt nicht allein dein Warum dass du genau weißt, warum du es tust, sondern auch das Gefühl dahinter, das du damit verknüpfst. Ein Beispiel, Kinder. Wenn ein Kind am Strand eine Burg aus Sand baut, viele Stunden lang, mit vollem Herz und Leidenschaft, und es dann fertig gebaut hat, dann ist die Freude unglaublich groß für den Augenblick, wundervoll. Und im nächsten Augenblick, Reißt das Kind die gesamte Sandburg wieder ab. Mit derselben Lust und Laune und Leidenschaft, wie als es das Kind auch aufgebaut hat. Das Kind ist nicht am Ergebnis orientiert. Das Kind ist am Erlebnis orientiert. Was heißt das für dich? Wenn du in die Umsetzung kommen willst, wenn du das Umsetzungsmonster in dir erwecken möchtest, muss dir erstmal klar sein, Allein schon die Umsetzung musst du verbinden mit allem, was du liebst. Du kannst nicht irgendwas einfach in die Umsetzung bringen und es auch für dieses Niveau an Leistung halten, das du dir vorgenommen hast. Du musst von Anfang an dafür brennen und zwar in der Tat. Nicht das Ergebnis, sondern das Erlebnis. Das führt auch zu deinem wahrhaftigen Glück im Leben. Das ist einer der springendsten und elementarsten Punkte, die du für dein Leben verstehen musst. Es geht beim Segeln und beim Skifahren nicht darum anzukommen. Es geht eben um Segeln, es geht um Skifahren, es geht um die Reise, es geht um das Erleben. Alles hängt davon ab, dass die Freude am Tun genährt wird von Liebe und Leidenschaft in allem, was du tust. Dass du einfach daran Freude hast. Eine Tat, die dem Zweck dient, die du aber nicht gerne machst. Die bringt dich nicht zu deinem Zweck. Sie dient dir nicht ausreichend. Nicht auf langfristige Weise. Und das ist ein wundervoller Punkt, den es gilt, ständig sich zu vergegenwärtigen. Weil ich erzähle dir hier nichts Neues. Ich bin ganz sicher, das ist nichts Neues, was du gerade hörst. Die größte Lehre, die wir im Leben verfolgen müssen, ist die Lehre, die wir jeden Tag aufs Neue lernen müssen. Vergegenwärtigung. Von gewusst zu bewusst. Von Wissen zu Weisheit. Wir kennen zu viel, aber wir können zu wenig. Ein Beispiel: jeder von uns kennt die Violine. Jeder kennt die Violine. Aber die wenigsten können sie spielen. Das heißt, wenn wir mal Mindset-Übungen oder Geisteshaltungen irgendwo hören, ja, dann vielleicht kennen wir sie schon, aber können wir sie auch? Schreibst du dir denn wirklich mal von irgendeinem Podcast oder von irgendwelchen Haltungsübungen oder von irgendwelchen Coachings denn auch mal wirklich etwas auf? Und von dem Aufgeschriebenen liest du es denn wirklich auch? Und tust du denn auch genau das, was da drauf steht, was du aufgeschrieben hast und gelesen hast? Noch einmal, es geht nicht darum, die Ziele zu erreichen. Das ist der große Trugschluss. Es geht darum, den Weg aufzunehmen. Wenn du als dein Ziel dein Glück siehst, dann muss dir klar sein, dass das keine Endetappe ist, sondern eine dauerhafte Etappe in der Bewegung heraus. Du kannst dich zu jeder Zeit dazu entscheiden, das zu machen, was du möchtest. Sei reich an dem, was folgt nicht reich an dem, was war oder was du bisher erreicht hast. Nee, reich ist der, der viele Ziele hat, weil er sie unmöglich alle erreichen kann. Was heißt das für ihn? Niemals Game Over. Ständig The Show Must Go On. Du hast ständig ein neues Ziel vor Augen. Und nicht das Ziel macht dich glücklich, sondern die schiere Anzahl der Ziele und der Weg dahin. Nicht das Ergebnis, sondern das Erlebnis. Liebe alles, was du tust. Und wenn du in der Umsetzung kommst, wenn du in die Umsetzung kommst, dann musst du da schon on fire sein. Dafür musst du schon brennen. Es ist vollkommen egal, wann und zu welcher Uhrzeit du in die Umsetzung kommst. Der Punkt ist nur, dass du in die Umsetzung kommst. Nochmal zurück. Deine Gedanken führen zu deinem Gefühl. Deine Gefühle sind die Auswirkungen von deinem Handeln. Halt, stopp. Jetzt habe ich mich kurz... Verlesen und verrückt. Ich habe hier nämlich mein wunderschönes Gedankenjournal offen. Die Gedanken führen zu deinen Gefühlen. Und Die Gefühle sagen dir, ob du nun ins Handeln kommst oder nicht. Und die Summe deiner Handlungen sind die Summe deiner bilden die Ergebnisse. Meine Güte, jetzt habe ich es auch recht. Und die Summe deiner Ergebnisse bilden deinen Lebenslauf ab, wohin dein Leben verläuft, wie dein Leben verläuft. Also. Wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, geht es nicht darum, dass du dein Handeln veränderst, weil dein Handeln ist das Symptom. Du wirst keine Nachhaltigkeit erreichen. Wenn du dein Leben verändern möchtest, geh an die Ursache, verändere dein Denken. Dein Handeln wird sich automatisch nachhaltig mitverändern. Was die meisten Menschen, was die breite Masse, bei diesen Schritten unbewusst falsch machen, ist der Umstand, dass die meisten Menschen schon gedanklich negativ in ihre Vergangenheit zurückschauen. Und dadurch leiten sie dann ihre Zukunft ab. Das habe ich noch nie gekonnt. Ich war noch nie glücklich. Geld war schon immer ein Problem in meinem Leben, etc., etc. Dann gibt es andere, die nutzen ihre Gedanken, um sich ihre ideale Zukunft selbst zu verschaffen. Mit Hilfe ihrer Vorstellungskraft. Große Ziele, Träume, Visionen. Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, weil Wissen ist begrenzt. Rate mal, wer das gesagt hat. War wieder der Albert Einstein. Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Wenn du also ein Umsetzungsmonster werden möchtest, musst du schon eine ganz genaue und exakte Vision haben von dem, was du haben und erreichen möchtest oder was du leben möchtest. Und deine Handlungen richten sich immer nach deinen Gedanken. Frame dich selber mit deinen Zielen. Halte sie dir stets vor Augen. Und Jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz, ganz wunderschönen Teil. Und zwar dem Versagen, dem Scheitern dabei. Mal etwas nicht hinzubekommen. Auch ein Umsetzungsmonster passiert ist. Ständig. Manchen sogar täglich. Ich würde sagen, das ist mir auch täglich passiert. Ständig verkacke ich irgendwo in einem Punkt meines Lebens. Oder in einem Bereich meines Lebens, was ich mir gerade vorgenommen habe. Und dann gibt es natürlich noch die Menschen in unseren Umfeldern, denen das Leben ganz besonders schwer zugesetzt hat, mit Schicksalsschlägen, mit Ereignissen, die sich außerhalb ihres Einflussbereiches bewegen. Und mit jeder Härte, die das Leben für dich bereithält, mit jedem sinnraubenden Rückschlag in deinem Leben, musst du mal folgende Geisteshaltung einnehmen, folgendes in diese schweren Rückschläge und Schicksalsschläge hineininterpretieren. Das musst du wollen, pass auf. Ein Beispiel: Eine sehr gute und sehr wichtige Freundin von mir hatte sich vorgenommen, Polizistin zu werden. Eine wahnsinnig aufgeschlossene, liebevolle, respektvolle und vor allen Dingen sehr ambitionierte Person. Ein sehr reflektierter Geist. Wenn es nach mir ginge, wäre sie sofort im Dienst bereits. Aber aufgrund, Ihre Augen, ihrer Sehkraft wurde sie nicht genommen. Und das war für sie ganz klar ein herber Rückschlag. Und wem geht es nicht ähnlich mit ähnlichen Rückschlägen? Wenn wir das Gefühl haben, wir sind für irgendwas nicht gut genug oder irgendwie will uns jemand oder eine Gesellschaft oder ein Verein oder eine Organisation will uns nicht, weil wir nicht das mitbringen, was sie haben wollen. Wie oft geht es denn uns so? Wie oft fühlen wir uns fehl am Platz? Wie oft haben wir den Gedanken, dass wir an irgendwas gescheitert sind. Und jetzt kommen wir zum Kernpunkt der geistigen Haltung, was du für dein Leben interpretieren kannst. Mit jedem Rückschlag. Sieh es mal folgendermaßen, mit jedem Rückschlag sagt das Leben liebevoll zu dir: Ich habe etwas besseres mit dir vor. Ich habe etwas Besseres mit dir vor. Was wäre, wenn alles in deinem Leben für dich passiert, nicht gegen dich? Was wäre, wenn alles in deinem Leben eine tiefere Bedeutung, einen Sinn hätte, auch der Schmerz, ganz besonders der Schmerz? Was wäre, wenn deine größten Probleme in Wirklichkeit Geschenke sind, Geschenke des Lebens, die dich stärker und besser machen wollen, mental, seelisch und emotional, sodass du eine innere Kraft entwickeln kannst, die dir in Zukunft hilft, deine größten Träume und Visionen verwirklichen zu können. Sieh mal das Leben aus dieser Perspektive, aus dieser Geisteshaltung und schau mal, was das Leben für dich zu bieten hat. Wenn eine Tür sich schließt, öffnen sich mindestens zehn weitere Türen. Du musst nur hinsehen. Doch oftmals blicken wir mit so viel Bedauern auf die geschlossene Tür, dass wir, und jetzt kommt der Punkt, wo sich der Kreis schließt, dass wir unseren Gefühlen uns ergeben. Trauer, Reue. Ich bin nicht gut genug. Wo wir uns selbst bemitleiden und so viel unserer Lebenszeit, die uns auf dieser Erde gegeben ist, so viel dafür verschwenden, um diese verschlossene Tür zu trauern, dass wir gar nicht erst die Energie aufbringen möchten, mal eine andere Perspektive zu, einzunehmen, nicht mal auf die anderen Türen zu achten, die sich jetzt aufgetan haben. Darum ist es wichtig, dass wenn du ein Umsetzungsmonster werden willst, du deine Gedanken und Gefühle kontrollieren kannst. Das hast du schnell gelernt. Ich verspreche dir allein, in diesem Augenblick hast du schon gelernt. Du musst etwas nur einmal hören und du hast es im Kopf, wenn es dich berührt hat. Und wenn du auch noch weißt, es ist richtig. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Es geht nicht darum, dass du es einmal gelernt hast und du es jetzt kennst. Und auch jetzt schließt sich der Kreis. Es geht darum, dass du dir bestimmte Dinge vergegenwärtigst, dich ständig daran neu erinnerst. Achte mal darauf. Wenn etwas nicht gut läuft oder du traurig bist oder depressiv bist oder negativ gedanklich geframed bist, dann bist du in deinem Lower Self. Was ist dein Lower Self? Dein Lower Self ist, du stehst auf, bist gedanklich negativ schon beeinflusst, weil du dich diesen Gefühl hingegeben hast. Du gehst aus deinem Haus an der Brückenunterführung runter und dort ist ein Musiker. Und du denkst dir nur so, mm. Der nervt. Dann kommst du zur Arbeit mit allein dieser Geisteshaltung, wie du schon durch den Tag gegangen bist. Und jetzt darfst du auch noch dein gesamtes Kollegium noch ertragen, den Tag noch ertragen, weil du den Tag schon verdammt hast dazu, dass er ein schlechter ist, weil du ihm gar keine Chance gibt, ein guter zu sein. Und dann gibt es noch statt dem Lower Self den Higher Self. Du machst genau dasselbe, hast eine völlig andere Geisteshaltung. Du wachst auf mit einem Lächeln. Hast negative Gedanken, sagst du, ah, egal. Dafür habe ich das und das. Du gehst in die Dankbarkeitshaltung. frames dich positiv. Gehst mit Energie und einem Lächeln aus dem Haus. Gehst dieselbe Brückenunterführung. Triffst diesen Musiker und denkst dir, dieser Mann spielt einzig und allein nur für mich. Und mit dieser Ge Geisteshaltung gehst du jetzt weiter in deine Arbeit. Und diese Arbeit und den ganzen Tag, der jetzt folgt, dem trittst du entgegen mit Vorfreude. Mit allem, was sein kann. Mit allem Positiven, das sein kann. Und du ziehst noch keine Schlussbilanz. Du stempelst den Tag noch nicht als negativ oder positiv ab. Du behältst einfach deine positive Gedankes, Gedankenhaltung. Und am Ende des Tages verspreche ich dir, unterm Strich, selbst wenn richtig viel Scheiße passiert ist, es war ein guter Tag. Und jetzt kommt der wunderschöne Punkt. Jeder von uns hat ein Higher Self und Lower Self. Haben wir das einmal verstanden? Können wir uns manchmal selbst beobachten? Oh, Scheiße. Ich merke gerade, ich bin ganz schön negativ. Dann schnippst du einmal. Schnipp. Und jetzt sagst du dir, du bist im Higher Self. Jetzt bin ich dankbar für alles, was ich habe. Dankbar für meine Freunde. Dankbar für meine Familie. Dankbar für meinen Job. Dankbar für meine verrückten, witzigen Arbeitskollegen. Oder dankbar für meine Kameraden. Was auch immer. Ersetze mal Frust, Angst, Übersteuerung mit Dankbarkeit und Vorfreude. Konzentriere dich also wirklich auf die positiven Gedanken. Wie oft kriegst du es denn zu hören? Konzentriere uns auf das Positive. Stay focused. Ist immer leicht gesagt. Und in dem Moment nimmt man, nimmt man es auch vielleicht auch so an. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wo sich der Kreis schließt. Am nächsten Tag musst du es auch machen. Du musst ständig diese Lehren, diese einfache Lehre, Stay Positive, die musst du dir vergegenwärtigen. Jeden Tag aufs Neue. Das ist eine Lehre. Nicht einmal etwas, was du hörst und dann kennst und dann kannst. Du musst es jeden Tag so annehmen. Jeden Tag von Neuem so annehmen. Jeden Tag von Neuem akzeptiere, es ist eine neue Lehre. Eine Vergegenwärtigung, eine ständige Erinnerung. Sich zu erinnern ist wichtiger als etwas zu lernen. Ein Beispiel würdest du Selbstverteidigung machen, Kraft Maga oder irgendwelche Selbstverteidigungssysteme? Und dir würde jetzt dein Trainer eine Bewegung zeigen, wie du einen Schlag abwehrst oder konterst. Das ist ziemlich schnell. Und jetzt kennst du es und jetzt kannst du es auch in dem Moment. Und wann hast du es wieder verlernt, wenn du am nächsten Tag aufwachst? Oder du übst, du trainierst ständig diese Abfolge an Bewegungen, bis du es verinnerlicht hast, bis du nicht mehr drüber nachdenken kannst. Nicht mehr darüber nachdenken musst und es dann einfach kannst. In entscheidenden Momenten. Und genau diese physische Umsetzung muss auch gedanklich bei dir passieren. Jeden Tag aufs Neue. Stay positive. Auch anwenden. Nicht nur kennen. Also, weniger kennen, mehr können. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir von Informationen übersteuert werden. Von neuen Lehren, von neuen Mindset-Techniken, von neuen Geisteshaltungen von ständig neuen Input. Aber wie viel kannst du auch davon? Kennen tun wir schon viel. Aber wie viel wenden wir auch aktiv für unser Leben an? Frag dich das mal. Frag dich das mal. Prüfe mal. Ich möchte auch nicht, dass du einfach meine Wörter so annimmst. Stay positive. Oder dass du einfach sagen sollst, lower self, higher self, beobachte dich, prüf dich doch einfach mal. Prüfe mir ist es viel wichtiger lieber kritisiert zu werden weil dann weiß ich die menschen prüfen etwas und wenn sie etwas prüfen müssen rate mal was sie tun müssen sie müssen tun sie müssen tun sie müssen, tun. Sie müssen handeln sie müssen gucken ob das was ich gesagt habe das was du jetzt gerade hörst und wenn du es getan hast sie müssen gucken ob das wirklich so ist du könntest jetzt folgendes machen du könntest diese folge diesen podcast das, was du gerade hörst, einfach ausschalten und sagen: Ja, das war ein guter Podcast, finde ich geil. Hat mir sehr viel gegeben. Vielleicht hat er dir in dem Moment vielleicht auch einiges gegeben. Aber was nimmst du denn für den morgigen Tag auch weiterhin mit? Was trägst du ständig mit dir? Das ist der entscheidende Punkt. Jeder Mensch ist ein Umsetzungsmonster. Wenn wir motiviert und inspiriert sind, das geht doch super schnell. Dann fangen wir irgendwas an. Ob eine Diät oder irgendwie einen neuen Lebensstil oder sich mal anders ernähren, das funktioniert für einen Tag. Wir verlernen es aber sofort wie einen anderen Tag. Warum? Weil die Gefühle uns im Weg stehen. Ändere deine Gedanken. Alles beginnt und endet im Kopf. Alles beginnt und endet im Kopf. Erfolg beginnt und endet im Kopf. Misserfolg beginnt und endet im Kopf. Die Lehre aus einem Misserfolg zu ziehen beginnt und endet im Kopf. Fehler zu verarbeiten und Fehler auch zu tun und Fehler sich einzugestehen beginnt und endet im Kopf. Wenn du ein Umsetzungsmonster werden willst hast du den Weg nicht verstanden. Du bist schon ein Umsetzungsmonster. Tagtäglich lässt du dich inspirieren oder motivieren. Tagtäglich hörst du vielleicht eine Musik, die dich bewegt, dazu etwas zu träumen oder dir etwas vorzuschauen, was du gerne machen würdest. Tagtäglich erfährst du irgendeinen Hauch von vielleicht einer Person, einem Gespräch, woraus du richtig viel ziehst, wo du sagst, Wow, die Person war Wahnsinn, das Gespräch war Wahnsinn, die Musik war Wahnsinn. Mein Traum war Wahnsinn, meine Vorstellung war Wahnsinn. Tagtäglich begegnen wir. Gedanken. Das Umsetzungsmonster zu werden ist keine Hürde. Überhaupt nicht. Du bist jetzt ein Umsetzungsmonster, wenn du sagst, du bist eins. Es auch zu bleiben ist die Hürde. Morgen mit denselben positiven Gedanken den Tag zu beginnen, ist die Herausforderung. Die Lehren zu vergegenwärtigen, ist die Herausforderung. Die Lehre zu vergegenwärtigen ist die Herausforderung. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Eine Konstante aufbauen. Das ist etwas, was den meisten Menschen in dieser Gesellschaft fehlt. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Eine konstante Richtung einzuschlagen. Dein Körper ist nicht fit, wenn du einmal im Fitnessstudio warst. Du kennst das Fitnessstudio, du kennst die Übungen. Ja, schön für dich. Aber tust du es auch, kannst du es auch? Trainierst du deinen Körper jeden Tag, sodass du ein höheres körperliches Fitnessniveau erreichst? Und jetzt mal anders gefragt, trainierst du denn deinen Geist genauso sehr wie deinen Körper? Die allermeisten Menschen mit Sicherheit nicht. Und hier kommt mein Appell, um diese Folge zum Abschluss zu bringen. Seinen Verstand und seine Gedanken und seine Gefühle zu kontrollieren, ist ein Training, das du jeden Tag aufs Neue wie dein Körpertraining aufnehmen musst. Trainiere deinen Körper regelmäßig. Was passiert? Körper wird kräftiger, gestandener, robuster, effizienter, funktioniert besser, klarer. Dasselbe ist mit deinem Verstand. Du möchtest ein Umsetzungsmonster werden, ändere deine Gedanken und deine Gefühle trainiere sie, jeden Tag aufs Neue stay positive, jeden Tag aufs Neue entscheide dich zu deinem Higher Self und es ist normal, dass wir auch mal ins Lower Self kommen nur dann musst du eines verstehen, du darfst dich dann nicht von deinen negativen Gefühlen treiben lassen, sondern erkenne, dass du auf einmal im Lower Self bist, dass du negativ und depressiv oder einfach pissed bist erkenne das, sei dein eigener Beobachter und dann switch du schnipp in die Hand und geh in dein Higher Self deine innere Geisteshaltung muss positiv bleiben, alles was dir ein Lächeln ins Gesichtsarbeit, alles, was dich beflügelt, in die Handlung zu kommen, alles, was dich inspiriert und motiviert. Geh in ein Umfeld, das inspirierend und motivierend ist. Führe Gespräche, die inspirierend und motivierend sind. Umgib dich mit Menschen, die inspirierend und motivierend sind. Wenn du das alles nicht hast, wenn du keinen Zugriff drauf hast, aber weißt, du möchtest Veränderung, dann nutze das Internet nicht zur Unterhaltung. Nutze mal das Internet, um gezielt den Mehrwert zu suchen, nach dem du Ausschau hältst positive Weiterentwicklung. Das ist alles, was du brauchst. Du hast so viele Tools für dein Leben. Mach Gebrauch davon. Mir wird auch immer so oft gesagt, ich hänge zu sehr am Handy, ich hänge zu sehr am Computer oder ich bin zu sehr im Internet. Und an manchen Tagen stimmt das auch. Und hier ist der Punkt, der mich unterscheidet. Wenn ich im Internet bin, hat Unterhaltung keinen Platz bei mir. Nicht so sehr wie bei anderen. Ich suche mir gern den Input, den ich suchen oder finden möchte. Also gerne, ich bilde mich gerne fort, weil ich Bock drauf habe, weil ich Spaß dran habe. Und wenn ich in die Unterhaltung gehe, dann sehr bewusst, aber wirklich nur häppchenweise. Damit auch mal meine Seele auch mal ein bisschen Balance erfährt. Weil du kannst natürlich nicht ständig. Auf der Jagd sein nach deinem besseren Ich, ständig busy, busy, busy sein, ständig arbeiten, arbeiten, arbeiten. Du brauchst genauso sehr auch mal eine geistige Balance wie abschalten, zurücklehnen, Kraft tanken. Ist auch wichtig. Und auch da muss man sich halt schulen. Es gibt so viele Punkte, in denen man sich schulen muss. Ich auch. Ich bin keineswegs besser als du. Keineswegs besser als jeder, der sich diesen Podcast anhört. Ich würde sogar behaupten, ich bin in einigen Dingen schlechter. Ich bin nur ehrlich zu mir selbst. Kotzehrlich und es gibt Punkte da, versage ich jämmerlich, aber ich gestehe es mir ein, damit ich das Potenzial schaffen kann, Veränderungen herbeiführen zu können. Denn nur wenn wir uns die Fehler eingestehen, sind wir in der Lage, das Potenzial zu erwecken, aus diesem Fehler eine positive Veränderung herbeizuführen und zwar indem wir daraus lernen. Nimm dich mit all deinen Fehlern an, so wie du bist. Dann lern dich besser kennen. Wenn du dich besser kennst, positioniere dich so, dass du dich ständig positiv framest. Umgib dich und setz dich stets positive Energie aus. Input, witzige Videos oder positive Videos. Nicht witzig, positiv. Alles, was den Antrieb gibt. Alles, was dich lebensmunterer macht. Alles, was dich aufstehen lässt, statt dich hinlegen lässt. In diesem Sinne... Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, mein Podcast lebt von deinem Feedback. Ich mache es mir schon an zu behaupten, dass ich durchaus Menschen vielleicht helfen kann, mit dem, was ich von mir gebe, von der Sülze, die ich von mir gebe. Und wenn ich dir in irgendeinem Punkt helfen konnte, wenn ich dich wachrütteln durfte, dann war es mir eine Freude, das zu tun, weil oftmals muss ich mich dem auch selber stellen. Ich habe so viele Menschen. Die mich auch stets aufrütteln müssen. Ich teile es nur auf diesem Weg mit dir. Und wenn es genau das ist, was du gebraucht hattest, oder wenn du andere kennst, die genau diese Worte brauchen könnten, dann würdest du mir als Dankeschön die größte Freude machen, indem du einfach alles teilst. Wenn du weiterhin Menschen mit solchen Episoden aushelfen kannst. Es ist mir eine Freude, auf meine Art zu versuchen, mich zu bemühen, Menschen zu begleiten und Menschen zu unterstützen in ihrem Gedankengang. Und wenn ich das bei dir konnte, dann bin ich allein schon dafür dankbar. Fühlt sich immer komisch an, einmal in ein Mikrofon zu reden, während keine andere Sau hier, hier ist. <laughs> Darum lebe ich auch wirklich vom Feedback. Es ist mir stets eine Freude zu helfen. Und das ist auch der größte Dank, den du mir entgegenbringen kannst. Wenn du mein Format wertschätzt. In diesem Sinne, bleib gesund, gerade zur Corona-Zeit. Stay positive, außer es geht um Corona. Und ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer, egal was du dir jetzt vorgenommen hast für dein Leben, für heute, für morgen, die beste Zeit für Veränderung ist immer jetzt.